Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark OD zum neuen Video. Das ist sozusagen der Start oder die Tutorial-Reihe zum Schnittprogramm DaVinci Resolve. Wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, werdet ihr ja höchstwahrscheinlich einige Themen zu diesem Schnittprogramm suchen. Da würde ich euch einfach bitten, ich habe hier oben rechts, also da irgendwo, so eine Playlist eingefügt zu einzelnen Teilen, wie man so ein Video bearbeitet, was man alles Tolles damit machen kann. Falls ihr da einen bestimmten Teil sucht, klickt da doch einfach mal drauf. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ein Abonnement ist kostenlos. Das supportet hier meinen YouTube-Channel und natürlich halt auch diese ganzen Projekte, die wir hier machen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch geholfen hat. Und dann springen wir jetzt direkt in den richtigen Teil. In diesem Videoteil werdet ihr sehen, wie man ein neues Video in DaVinci Resolve erstellt, wie man ein Projekt erstellt und wie man dieses dann mit Daten befüllt. Dementsprechend ist das sozusagen der erste Teil, wenn ihr hier dabei seid. Ich habe jetzt hier schon mal DaVinci Resolve aufgemacht. Ich denke, die Erklärung, wie man das Programm sozusagen installiert, muss ich jetzt nicht machen. Ihr geht einfach auf die Webseite von DaVinci Resolve, scrollt dann da unter dem Download-Bereich auf die Free-Version runter und wenn ihr dann diese runtergeladen habt, installiert ihr die einfach passend auf eurem PC. Sinnvollerweise, weil es sich ja hier um ein Schnittprogramm handelt, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall, wenn ihr eine SSD oder eine M2-SSD im PC habt, das Schnittprogramm auch auf diesem zu installieren und auch dort sozusagen die Verarbeitung durchzuführen. Fertige Produkte könnt ihr ruhig auf eine normale HDD packen, weil da sind dann halt mehr Datenspeicher wahrscheinlich möglich, weil die meistens größer sind. Aber für den Bearbeitungsprozess ist es wirklich sinnvoll, ja, die Software auf einer SSD zu installieren. Wenn jetzt das Programm offen ist, sieht das bei euch ungefähr so aus und ihr müsst ein neues Projekt anlegen. Bei mir seht ihr, sind schon einige kleinere, ältere Projekte drin. Hier wäre dann einfach bei euch alles leer und ihr würdet euch dann ein neues Projekt aufmachen oder starten. Ich habe jetzt hier schon eins angelegt, das heißt einfach DaVinci Resolve Tutorial Deutsch und dann wandert ihr auf diese Oberfläche. Ihr seht, hier ist jetzt noch gar nichts drin und da wir ja hier im Tutorial sind, ich versuche das Video nicht ganz so lang zu machen, werde ich euch jetzt die ersten wichtigen Schritte erklären, wie ihr ein neues Video erstellen könnt. Und zwar hier unten links beginnt es zum einen mit dem Media Pool. Der Media Pool ist sozusagen eure Ablage, euer Schreibtisch, wo ihr eure Datensätze, also Bilder, Musik, Videoschnipsel oder vielleicht auch GIF-Animationen, falls ihr so einen lustigen, weiß ich nicht, eine GIF-Animation halt einspielen wollt, ablegen könnt. Ihr seht hier unten in meinem Media Pool sind noch keine Daten drin. Das heißt, wenn ihr ein neues Video bearbeiten wollt, müsst ihr erstmal alle Daten in diesen Media Pool schaffen, weil das Schnittprogramm dann immer wieder die Daten aus diesem Media Pool aktualisiert. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt da von meiner Sicherung hier mal einen Datensatz für YouTube-Videos. Ich habe hier schon einige Rohmaterialdaten, zum Beispiel ein Among Us-Video. Und das ist relativ groß. Das ziehe ich einfach hier rein. Und dann seht ihr schon, wandert das Ganze in diesen Media Pool. Damit könntet ihr jetzt sozusagen schon loslegen und eure Daten sozusagen bearbeiten. Bei dem Datensatz, den ihr reinladet in den Media Pool, ist es immer wichtig zu beachten, dass dieser ja eine bestimmte Größe hat. Das heißt Auflösung, beispielsweise Full HD, 1920 Pixel mal 1080 oder halt größer, wenn ihr, oder halt kleiner, wenn ihr mit einem etwas älteren Handy aufgenommen habt, ist der Datensatz vielleicht nur 720 Pixel groß. Ja, dann könnt ihr hier oben über den Reiter File und Projekt Settings entscheiden, wie euer Projekt auszusehen hat. Jedes Projekt ist einmal nach einer Standardeinstellung konfiguriert. Die findet ihr unter den Present-Einstellungen. Ich habe mir hier schon eine Standard-Projekteinstellung sozusagen vorgefertigt, die immer ja, reingeladen wird, wenn ich ein neues Projekt erstelle. Standardmäßig sind es normalerweise, wenn ihr hier nachschaut, diese ja, 1920 Pixel Full HD. Und wenn ihr eine etwas bessere Kamera habt oder generell auch ein Handy, was 60 FPS hat, würde ich euch immer empfehlen, erstmal die Datensatz für die Timeline auf 60 FPS zu stellen und auch die Playback-Rate auf 60 FPS zu stellen, damit das Ganze funktioniert. Jetzt hatte ich gerade eben den 2K-Videoformat drin, das heißt, das ändere ich jetzt auch nochmal ab auf Full HD 60 FPS und ihr seht schon, im Videomonitoring verändern sich dann auch so ein bisschen die Daten. Da können wir in einem späteren Video drauf eingehen. Aber wichtig für euch ist es jetzt erstmal, dass ihr diese Datensätze sozusagen vorbereitet. Jetzt ist alles auf Full HD geschaltet und dann springen wir in den nächsten Bereich. In diesem Bereich könnt ihr jetzt eure Videodaten reinziehen und das Ganze dann sozusagen in die erste Timeline schaffen. Ihr seht, hier unten habt ihr die Möglichkeit, das Video einmal anzuschauen. Das ist der sogenannte Cutting-Bereich. In diesem Bereich könnt ihr theoretisch zwischen den ganzen ja, einzelnen
Frames, die ihr im Video seht, ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen durchlaufen, was so passiert, durchsetzen und dann könnt ihr das Ganze schneiden. Ich persönlich nutze den Cutting-Bereich in DaVinci Resolve gar nicht, weil der ist mir einfach zu, der ist zu einfach, sage ich mal, gehalten, sondern ich mache das Ganze direkt im Editor-Modus, weil dort kann man ebenfalls schneiden. Wenn ihr auf den Editor-Modus hier unten geklickt habt, seht ihr auch direkt, dass ihr mehrere Sachen zur Auswahl habt. Ich würde den präferieren und auch bevorzugen. Dort könnt ihr dann einfach, ja, die Datensätze sehen. Ihr seht, es ist eine Vierfach-Audiospur, die ihr verwenden könnt. Ihr habt einen großen Videodatensatz. Das seht ihr hier auf der linken Seite, wie viele Videodatensätze ihr habt, wie viele Audiospuren ihr habt. Beispielsweise, wenn ihr Musik oder Geräusche oder so ein Badumts noch einspielen wollt, dann könnt ihr das untereinander in jeweilige, ja, in der Timeline untereinander runterlegen. Je mehr ihr habt, desto mehr Videospuren oder mehr Audiospuren habt ihr. Wenn ihr jetzt mit dem Video soweit das Ganze reingeladen habt und sagt, ihr wollt damit arbeiten, könnt ihr über verschiedene Cutting-Tools, also ihr könnt das trimmen, könnt das sozusagen zurechtrücken, ihr könnt ein dynamisches Trim machen oder das Schneiden. Ich persönlich würde für den Anfang immer einfach nur das Schneideblade nehmen. Das heißt, ich scrolle jetzt in meinem Video ungefähr dorthin, wo ich hin, wo es losgeht. Aha, hier wird geschrieben, hier passiert noch gar nichts. Hier geht's dann los im Spiel. Das heißt, wenn ich mit dem Spiel loslege, würde ich dann hier sozusagen den ersten Schnitt setzen. Und dann seht ihr, ist der vordere Teil getrennt vom hinteren Teil des Videos. Und wenn ihr jetzt Videodaten schneiden wollt, ist es immer sinnvoll, alles komplett zu schneiden. Also auch die Audiospur, damit das sich alles immer ins Richtige zusammenrückt. Wenn ihr jetzt sozusagen euren Schnitt gesetzt habt und das Ganze entfernen wollt, markiert ihr den entsprechenden Teil. Und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, entweder über die Entferntaste oder über die Zurücktaste, also Backspace auf der Tastatur, das Ganze halt zu entfernen. Wenn man Backspace drückt, seht ihr, bleibt hier vorne diese Lücke frei. Damit würde dann sozusagen das Video am Anfang, wenn man von hier aus rendern würde, einfach einen schwarzen Bildschirm darstellen. Da wir das nicht wollen, machen wir das Ganze mit der Entferntaste. Das heißt, ich drücke einmal Steuerung Z, jetzt wäre alles wieder da. Und markiere nochmal und drücke Entfernen. Und ihr seht, das Video schiebt sich sozusagen direkt in dem Schnittprogramm nach links zusammen. Jetzt würden wir einfach mal beispielsweise sagen, okay, das Video läuft jetzt hier ab, das ist mein Among Us Highlight. Wir gucken, was hier so passiert, wie weit das ganze Spiel halt geht. Scrollen so ein bisschen nach vorne, gucken, vielleicht ist es so eine 8 Minuten, 9 Minuten Runde und irgendwann ist es dann vorbei. So, und dann haben wir hier, wer ist der Imposter? Zack, 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 hier ist es dann zu Ende. Und dann könnten wir jetzt wieder hier einen Schnitt setzen und entfernen sozusagen den Rest vom Video. Jetzt haben wir sozusagen unser Among Us Video schon geschnitten. Ich kann das hier über diesen Reiter, wenn ihr hier guckt mit der Maus, verkleinern oder vergrößern. Dann könnt ihr hin und her springen. Ich verkleinere das mal. Das wäre jetzt ein 15-Minuten-Video beispielsweise. Wir haben jetzt natürlich noch nichts Großes gemacht, aber das soll ja auch jetzt das Anfänger-Tutorial sein. Also für das erste Mal, ich schneide ein Video. Jetzt bin ich soweit sozusagen fertig. Ich habe mein Video zurechtgeschnitten. Ich habe meine Audiospuren. Ich möchte dieses Video jetzt ausrendern, so wie es halt ist, und sage, okay, alles klar, ich bin jetzt hier fertig, ohne dass ich groß was mache, dann drücke ich hier unten rechts auf diese Rakete, da steht Delivery. Dann kommt ihr in den Bereich, um das Video sozusagen zu rendern. In diesem Bereich hier unten seht ihr zwei kleine Pfeile, die markieren, wie viel gerendert werden soll. Also entweder die gesamte Timeline, also Zeitlinie, oder nur ein bestimmter Bereich. Man kann das auch hier über den Reiter Entire Timeline oder In and Out Range bestimmen. Wenn ich den oberen ansetze, dann springt das sozusagen von Anfang bis Ende. Ja, jetzt können wir hier drüben noch unsere, ja, Renderprozesse auswählen. Hier gibt es verschiedene Sachen, entweder nur Audio von Final Cut beispielsweise, ein Format, welches für Apple wichtig wäre, Premiere, also Adobe, Vimeo, oder es gibt sogar ein vorgefertigtes YouTube-Format. Achtung, bei dem vorgefertigten YouTube-Format wäre ich vorsichtig, weil das Problem ist, dass hier der Datensatz, in welcher Menge er gerendert werden soll, nicht genau bestimmt wird. Deswegen, der gibt dann einfach einen Standarddatensatz vor, der nicht ganz so groß ist. Und wichtig auch für euch, wenn ihr YouTube-Videos schneiden wollt, nachdem ihr eine gewisse Größe an Datenmenge an YouTube geschickt habt, also hochgeladen wird, wird diese nochmal von YouTube ein Stück nach unten gerendert. Also die Qualität wird gedrückt, damit das besser auf den Servern von YouTube abgespielt werden kann. Ich persönlich würde für euch empfehlen, ihr nehmt diese Custom-Variante. Dort könnt ihr jetzt auf dem File-Name, also dem bestimmten Datensatz benennen, bezeichnen. Bedeutet, ich nenne das jetzt einfach Among Us Highlight 4 oder so. Jetzt gucke ich noch, wo ich das hinspeichere. Ich rendere das meistens auf meine Festplatte, auf den Desktop, damit ich von dort aus auch direkt hochladen kann und speichere dann das Ganze da ab. Ihr habt noch die Möglichkeit, hier das File-Format auszuwählen.
Für YouTube-Videos ist es sinnvoll, das Format auf MP4 zu legen und diesen Codec H264 zu verwenden, weil der auch der präferierte Codec für YouTube ist. Dann kann man hier noch den Haken für die Netzwerkoptimalisierung anklicken. Dieser sorgt halt dafür, dass die Datensätze für den Videotransport verbessert werden. Wie sich das genau im Detail zusammensetzt, kann ich euch auch in einem späteren Video sagen. Ich würde den Haken einfach immer setzen. Und jetzt kommen wir zum Bereich der Qualität. Es gibt zwei Haken, entweder auf Automatik-Qualität setzen, dann würde das Video sozusagen in einer bestimmten Größe gerendert werden, oder man begrenzt den Datensatz auf diese Anzahl an Kilobyte pro Sekunde, die verwendet werden sollen. 10.000 Kilobyte pro Sekunde sind schon sehr, sehr wenig, also ich würde bei einem Standard-HD-Video immer so um die 55.000 Kilobyte pro Sekunde nehmen. Das reicht vollkommen aus, weil wenn es sich jetzt beispielsweise bei diesem Video, das ist eine Streamaufnahme von mir, halt handelt, da wird halt nur in Full HD der Bildschirm ja abgescannt und ihr seht ja auch hier unten ist die Kamera. Ja, die bringt natürlich dann nicht so eine hohe Qualität, als wenn man jetzt draußen in der ja im Wald oder sowas eine Filmaufnahme von, weiß nicht, von Tieren macht oder sowas und dann mit einer 4K-Kamera eine Nahaufnahme von einem Luchs oder von einem, weiß nicht, einem Fuchs oder was auch immer, ein Wildschwein oder sowas, was man halt im Wald findet, so hochlädt. Oder wenn man beispielsweise am Alexanderplatz steht und dort eine, weiß ich nicht, eine Zeitrafferaufnahme machen möchte, da macht es natürlich Sinn, dann dort was anderes zu wählen. Und jetzt sind wir sozusagen schon fertig. Wir schicken das Ganze in unsere Render-Queue, dann wandert das hier drüben und dann müsst ihr nur noch auf den Reiter Start Render drücken und wenn das Ganze dann fertig ist, wäre sozusagen euer fertiges Video auf dem Desktop angelegt. Ja, ansonsten sind wir hier am Ende dieses Videos angekommen. Falls euch dieses Video sozusagen, das ist ja das erste Tutorial und auch die ersten einfachen Schritte, wie man mit ja, DaVinci Resolve ein Video bearbeiten kann, gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Abonniert ruhig den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Falls ihr euch auch mehr mit diesem ja, Schnittprogramm auseinandersetzen wollt, ich habe bisher, muss ich sagen, im deutschsprachigen Raum noch keine coolen Anleitungen und sowas gefunden. Das meiste, das gibt es immer nur auf Englisch. Deswegen hoffe ich natürlich, dass wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, ihr mir auch treu bleibt. Und ansonsten würde ich natürlich einfach sagen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich euch als nächstes zeigen soll oder wo sozusagen der nächste Schritt ist, was man brauchen soll, um das Video zu verbessern oder die eigenen Videos zu verbessern. Dann gucke ich, dass ich darüber auch ein Tutorial mache. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozog.